Eine letzte Kontrolle. Alles sitzt. Dann kann es losgehen für Christian Pscherrer, den stellvertretenden Betriebsleiter im Fribbe. Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Betreiber und Gäste müssen sich an strenge Hygienevorschriften und Abstandsregeln halten. Insbesondere im Sanitärbereich. Wir mussten drastisch reduzieren. Wir mussten zum Beispiel Toiletten sperren, damit der Abstand eingehalten werden kann. Wir mussten ein Waschbecken sperren von 2, damit der Abstand eingehalten werden kann. Und wir mussten die Duschen sperren, weil dort ein Abstand von 1,50 Meter nicht gewährleistet werden kann. Um die Abstandsregeln einzuhalten, wird in vielen Bädern ein Mehrschichtbetrieb eingeführt. Auch im Spittelbad. Und dann heißt es, Vorhang auf für die Gäste. Die können wählen zwischen 3 Schichten. Von 9 bis 12 Uhr, zwischen 13 und 17 Uhr oder zwischen 18 und 20 Uhr. Nach Ablauf ihrer Schicht müssen die Besucher das Bad verlassen. Lange Warteschlangen sollen durch ein Online-Ticketsystem vermieden werden. Die Besucher werden online registriert. Wir haben die Zahlen, wie viele Leute zu welchem Block kommen. Und wir wissen dann auch, dass genau diese Zahl das Bad dann auch verlassen muss. Immer wieder wird alles gründlichst vom Personal gereinigt und desinfiziert. Und auch das geklorte Wasser hilft gegen Bakterien und Keime, so Christian Pscherrer. Zudem stehen am Beckenrand Desinfektionsspender und ähnlich wie am Stadtmarkt gilt eine Einbahnregelung beim Betreten und Verlassen von Bad und Becken. Um deren Einhaltung und die restlichen Hygienemaßnahmen kümmern sich die Angestellten. Viel Arbeit, doch die Mitarbeiter versuchen das Positive an der Situation zu sehen. Also für uns war die Vorbereitungszeit jetzt länger als sonst. Wir konnten mehr tun. Wir haben zum Beispiel auch für kleine Kinder noch einen Matschspielplatz zum Matsch-Sand-Spielen installieren können. Wir haben die Zeit also schon genutzt, um alles auf Vordermann zu bringen. Und natürlich, wenn alles fertig ist, freut man sich auch, dass man wieder aufmachen kann. Auch wenn manche Bereiche wie Bühnen oder die Rutsche vorerst gesperrt bleiben, die Freude überwiegt. Denn auch wenn in Zeiten von Corona alles ein wenig anders wird, lautet die gute Nachricht, Baden wird wieder möglich gemacht.